Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin heute wieder mal mit der Ruth zusammen unterwegs. An einem ganz schönen Ort. Wir sind da im Eritz. Und sind jetzt zuerst mal unterwegs zu einer Alphütte und dann Richtung Sichel. Das ist dieser Übergang da vorne. Wünsche gute Unterhaltung. Da vorne schon eine sehr schöne alte Holzbrücke. Ja, ist eine ganz tolle Gegend. Ja, diese Ziegen, die haben es schön da unten. Da oben die sieben Hengsten. An dieser Stelle wurde der Bach verbaut. Hier eine schöne Brücke. Und da bergauf. Ja, da geht es jetzt wieder ziemlich steil hoch. Aber wir sind in einer so schönen Landschaft. Da oben einen von den sieben Hengsten und schöne Blumen, Schmetterlinge, es ist einfach toll. Oh, so schön, die sieben Hengsten. Da oben der Schluss vom Sigriswilergrat. Und da oben ist schon die erste Alp. Oh, schöne Gegend einfach. Da geht der Wanderweg in der Mitte von einem Bach durch. Ohne Brücke. Hoffentlich ist da kein Unwetter oben. Sonst sind wir wieder im Tal unten. Und da oben kommen wir zur Alp Schöritz. Auf dieser Alp unten haben wir jetzt noch kurz einen Besuch gemacht. Besten Dank für die Verpflegung. Und jetzt geht es da weiter hoch Richtung Sichel. Oh, so schön da oben. Da drüben noch die Kühe, Glockengeläute.
Und da oben wäre die Sichel. Jetzt geht das da am Hang entlang. Ganz schöne Alp. Da vorne haben wir die nächste Alp. Ah, so schön. 7 Hengste ganz nach. Ein schöner alter Ahorn. Und da einen Weitblick. Schön. Da gibt es die Möglichkeit, nach Sigriswil direkt zu wandern. Wir gehen jetzt aber diese Seite hoch. Richtung Sichle, Justistal und von dort dann nach Sigriswil. Jetzt geht es da wieder ein bisschen hoch und richtig in die Berge hinein. Schaut einfach mal da runter. So schön. Und jetzt geht es da in diesen Schlund. Wird immer schöner. Da ist die Ruttimarnmarsch. Hallo. Und da hinten ganz schöner Ausblick. Da sind wir jetzt schon alles hochgestiegen. Und da vorne kann man nochmal abzweigen nach Sigriswil. Der geht hier alles dann diesem Hang entlang. Das letzte Mal, als ich da oben war, sah es ganz anders aus als heute. Damals, im April, hatte es noch sehr viel Schnee gehabt und ich bin zum Teil bis zu der Hüfte hoch versunken. War sehr mühsam, da nach hinten zu wandern. Auf einmal hörte ich ein Geräusch, das mir ehrlich gesagt nicht so gefiel. Und sofort merkte ich, dass irgendwo von da oben eine Lawine runterkommt. Und die kam dann hier vorne durch diesen Schlund runter. Also knapp vor mir. Ich stand ungefähr hier. Da hatte ich riesiges Glück gehabt. Zum Glück war ich damals nicht allein unterwegs da oben. Hinter mir kamen noch zwei Frauen, die mich dann zum Glück später überholt hatten. So kam ich dann auch wieder ringer hoch. Ich musste keine Spur anlegen. Und da, wo die vielen Steine sind, sieht man auch, wo die Lawinen runterkommen. Und da nochmals einen Blick zu den 7 Hengsten. Schön. Und da ganz vorne unser Übergang, die Sichel.
Jetzt da geht der Weg doch wieder ein bisschen flach. Und dann noch kurz vor der Sichel geht es noch einmal hoch. Sind ja schon bald da hinten. Und da hier nochmals einen Blick nach vorne. Da vorne oben ist die Sichel, unser höchstes Ziel von heute. Dann ist es nicht mehr so schlimm. Und nochmals einen Blick talabwärts. Da unten hat es Schafe, da vorne ganz in der Nähe und Ruth und ich müssen jetzt noch hier rauf. Da unten, genau an diesem Punkt da, sieht man die Hütte, wo wir noch auf Besuch waren. Und da geht es jetzt noch ziemlich steil hoch auf die Sichel. Dein Blick runter Richtung Eritz und in die Emmentaler Hügel. Und da hier oben ist jetzt unser Ziel. Also das heißt der höchste Punkt. Da nochmals einen Blick Richtung Eritz. Da oben die sieben Hengsten. Und da hier oben ist der höchste Punkt, die Sichel. Da hier vorne, irgendeiner von diesen, ist der Napf. Sieht also da sehr weit. Oh, ist das schön da oben. Runter ins Justistal. Schaut euch diese schöne Gegend an. Das schöne Justistal. Da oben, in dieser großen Hütte, da ganz im Tal unten, habe ich einen Alpsommer verbracht. Und da ganz vorne, der Spitzenberg, das ist der Niesen. Und ganz unten im Tal wäre der Thunesee. Da sieht man natürlich jetzt nichts davon. Ah, ist doch einfach so schön. Und da oben noch der Berg mit dem Senderturm, das ist das Niederhorn. Dort geht auch eine Bahn hoch.
Und da unten hat es ziemlich viele Ziegen. Und da weit am Hang oben ist auch noch eine Gruppe Ziegen unterwegs am Absteigen. Die sind jetzt ganz, ganz schnell runtergekommen dort. Ja, da geht es doch wieder steil ziemlich runter, da. Und schöne Blumen. Da in diesen Steinen. Jetzt hat unser Abstieg begonnen. Oh, da hat es noch ganz, ganz schöne weiße kleine Blumen. Da oben die Sichel, wo wir jetzt gerade runtergekommen sind. Die Ausläufe von den sieben Hengsten. Und da sieht man jetzt talabwärts das Jussistal. Von da unten wird es dann leicht. Da ist es nicht mehr schlimm. Da sind die Rinder. Die haben auch Eis. Hey. Hey. Einen Rückblick Richtung Sichel. Und jetzt geht's da weiter abwärts, sind schon bald unten im Tal, geht nicht mehr weit. Und da noch der schöne Berghang. Jetzt sind wir schon fast im Tal unten, also das heißt im Jussistal, geht dann noch ziemlich weit runter. Und da diesem Hang entlang kann man wieder hochlaufen, da Richtung Niederhorn oder dann auch runter nach Apchen. Ist auch ganz schön. Eine schöne Moorgegend ist noch da hier hinter diesen Bergen da. So. Es wird auch immer wieder heißer. Aber das macht ja nichts. Da sind wir jetzt auf der hintersten Alp im Jussistal. Und es geht noch ziemlich weit nach vorne. Und da geht es jetzt dann doch ziemlich steil runter. Das Ganze ins Tal. Da hier drüben hat es ganz viele Bienen. Das war schon zu der Zeit so, als ich hier auf der Alp war. Und diese zwei Hütten kenne ich sehr gut. In einem hatten wir die Schweine und dann eben die Kühe. Und da hier oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann,
da auf diesem Boden da, hier, sieht man noch die Fahne und ein Kamin und ein Auto ist auch noch dort oben. Das ist die Alp, die auch da noch dazugehört. Dort habe ich immer übernachtet. Und ich vergesse die Abende nie da oben. Es war so schön, da auf die andere Seite rüber zu schauen. Und da hier hinten wieder die Sichel. Ja, auf dieser Alp war ich lange. Und dort oben sieht man jetzt die Hütte viel besser, wo ich war. Und da hinten, da wird der Käse zwischengelagert, bis er dann fast am Ende von der Alpzeit nach vorne ins Grön gebracht wird. Und dort findet dann die, oder der Käse teilt statt, der international bekannt ist. Da hinten das Alpeizli und da die Alphütte, wo ich auch einen Sommer verbracht habe. So schön. Einen Blick zurück auf die Alp, wo ich war, und da hinten die Sichel. Und da oben in dieser Hütte mit der Fahne, dort habe ich übernachtet. Und jetzt geht es lange da durch das Tal. Und da vorne werden wir dann abzweigen und Richtung Sigriswil wandern. Und das Niederhorn ist da wieder weit oben. Und da vorne geht auch noch ein Pfad hoch, der sogenannte Bärenpfad. Aber das ist nicht ein offizieller Wanderweg und geht da auch ziemlich steil hoch. Da ist auch so ein mächtiger Berg. Und da hier vorne die verschiedenen Alpen. Und was ihr einfach mal erleben müsst, ist die Käseteilte. Das ist ein internationaler Anlass. Da sind sogar Leute aus Japan da. Und natürlich auch der Alpabzug, wo ich damals auch mithelfen durfte. War so schön da oben. Da nochmals einen Blick durch das Justistal und hier ist ein Alphorn, eine Attrappe. Mit einem sehr schönen Lied aufgeschrieben. Und da der Bach. Schön. Wieder einen Blick in die schöne Bergwelt hoch. Da zum Niederhorn hoch.
Und wir sind da noch immer auf der Straße. Aber jetzt, schon bald, können wir von dieser Straße abzweigen und geht dann noch mal ein bisschen nach oben. Da hier jetzt auf diesem Gelände da unten findet der Käse-Teilet statt. Das ist ein riesiges Volksfest. Und da oben ist auch noch eine schöne Alp. Niederhorn da oben und da unten sieht man jetzt das Grün. Und unser Weg geht noch weiter ein bisschen hoch, aber schon bald haben wir es geschafft. Jetzt haben wir den letzten steilen Aufstieg überwunden und da sieht man fast auf den Beatenberg nach vorne. Und unten sogar die Straße, wie sie angeklebt ist an der Seite. Da hinter diesem einzelnen Baum. Jetzt sieht man sie gut. Jetzt haben wir gerade eine Tafel gesehen und dort drauf steht, dass man hier zügig durchgehen soll. Weil in diesem Gebiet da kamen die Steine runter. Da vorne sieht man noch einen neuen, so wie das aussieht. Der ist da zum Halten gekommen. Und wenn man so unter einen kommt, nein, danke. Sieht man auch noch die Abzeichen an den Bäumen vom Aufprall her. Oh, ist doch so schön da oben. Und da drüben erkennt man noch die Straße. Da hier. Und wir sind gar nicht so viel weiter oben. Und da unten hört man gut das Tosen vom Bergbach. Und da vorne sieht man in die Schneeberge rein. Und nochmals einen Blick zurück Richtung Niederhorn. Oh, einfach schön da vorne. Und da kommt jetzt dann eine sehr starke Rechtskurve. Sogenannte Giebeleck heißt das da oben. Da hier sehen wir jetzt auf unser Ziel runter, nach Sigriswil und auf den Thunesee. Und da vorne, der Spitzenberg, das ist das Stockhorn, mal von einer ungewohnten Seite her. Da ganz ein schönes Bründli. Und da ist sogar noch eine Libelle da oben.
da eine nasse Gegend. Noch ganz schön. So, wir haben da einen ganz steilen Aufstieg und hinter uns kommt sogar noch ein Bikefahrer hoch. Muss das Fahrrad sogar noch schieben. Oh, das ist wirklich ein steiler Aufstieg, aber sehr schön. Ist das fantastisch da oben. Wow, sieht das schön aus. Da nochmals einen Blick auf den Niesen. Und Ruth ist da schon am Absteigen. Und ich gehe jetzt hinten her. Das geht da runter. Ruth ist schon weit unten. Und da mit dem Bike runter. Nein, danke. Oh. Das wäre jetzt das Letzte, was ich machen würde. Oh. Aber schön. Und zum Abschluss noch ist das ganz toll. Hallo Ruth. Beim nassen Wetter möchte ich ehrlich gesagt auch nicht darunter. Da ist alles voll Fluh. Jetzt geht der Wanderweg wieder schön da der Seite entlang. Wir hätten auch den hinteren Abstieg nehmen können, aber ich vermute noch, dass dieser da der schönere ist. Es geht doch noch ziemlich weit bis zum See runter. Müssen wir zum Glück nicht. Und da haben wir einen ganz schönen Weg. Da der Seite entlang. Wieder ganz einen schönen Ausblick von da oben. Da wieder zum Stockhorn rüber. Und der Weg ist auch ganz schön da oben. Da ist jetzt dieser Mann mit dem Bike wieder gut durchgekommen. Da unten, das ist Sigriswil. Das ist unser Ziel von heute. Und da hier drüben, auf diesem Bergrücken ganz oben, gibt es noch einen schönen Aussichtsturm. Das ist die Blume.
da vorne einen Blick in das Simmental, Tunten der Thunersee und Sigriswil. Und wir sind jetzt da fast so auf einer Hochebene oben. Ganz schön da oben durch. Mir gefällt es da besser, als wenn wir jetzt alles der Straße entlang gewandert wären Richtung Beatenberg. Da kommen wir schon wieder zu einem Hof. Und da sind natürlich die Kühe im Stall, weil es jetzt viel zu heiß. Jetzt haben wir leider wieder eine Asphaltstraße, aber wir sind ja kurz vor dem Ziel. Und unten gibt es dann auch noch ein Highlight, aber da sage ich noch nicht was. Kleines Häuschen. Und da unten hat es noch ein paar Schafe. Ja, die haben auch fast nichts mehr zu fressen. Von da hinten, in diesen Hang entlang, sind wir jetzt gekommen. Und jetzt da hier runter. Und jetzt geht der Wanderweg noch weiter Richtung Sigriswil. Da unten sieht man jetzt schön Sigriswil. Und da vorne die riesige Hängebrücke. Und da unten, wo der Ladewagen ist, bin ich mit den Kühen durchgekommen bei der Alpabfahrt vom Justistal hinten. Ah, so schön da oben. Diese mächtige Linde oberhalb von Sigriswil. Und da hier unten die große Hängebrücke. Schon mächtig. Oh, und da die Schlucht. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die heißt Gummischlucht. Jetzt sind wir schon fast unten im Dorf Sigriswil. Ist nicht mehr weit. Und da drüben mein früherer Wohnort Spiez. Jetzt bin ich ja im Emmental zu Hause. Heute war noch sehr interessant. Auf dieser Wanderung habe ich sehr viele Leute kennen oder kannte sie schon von der Alpzeit her. Das habe ich nicht gedacht, dass ich so viele antreffen werde. Ein altes Spicherli mit viel, viel Geranien. Das ist das Tourismuszentrum. Dort unten hat es viele Lamas und da sieht man in die Gummischlucht. Und jetzt geht es noch zur Brücke runter.
Steinbock. Und jetzt geht es mal da auf diese schöne Hängebrücke. Da noch ein bisschen Werbung machen für Sigriswil. Wow, ist das schön da oben. Da könnte noch ein Gewitter kommen. Und hier geht es doch recht runter. Da noch einen Blick auf die andere Seite, in die Gummischlucht. Wow, ist das schön da. Geht doch recht steil runter. Und von da oben sind wir jetzt runtergekommen. Sieht man sogar noch das Niederhorn. Und da ganz unten ist noch eine kleine Brücke.